Irse heißt weggehen oder gehen, ne? Fahren plus ein Ziel. Okay, vamos a ver. Irse. Das ist eine Frage, die oft vorkommt. Carlota, ir und irse, was ist das denn? Wenn wir sagen ir, okay? Ir. Por ejemplo, yo voy al supermercado. Okay? Das ist ir. Yo voy al supermercado. Perfekt. Also ich gehe zum Supermarkt. Bien. Und jetzt irse. Bei irse, irse kann ich sagen, yo me voy al supermercado. Yo voy al supermercado, yo me voy al supermercado. Das heißt, wir können auch irse nehmen, so wie ir. Aber, wenn ich sage, yo me voy und ich das Ziel nicht nenne, dann heißt es, ich gehe weg. Okay? Ich gehe. Me voy. Ich gehe. Und es ist nicht unbedingt nötig, sagen wir so, dass ich das Ziel sage. Wohin? Einfach weggehen. Yo me voy. Oder, wie ich geschrieben habe, yo me voy al supermercado. Okay? Yo me voy, also irse, plus die Präposition a, Richtung, Ziel und dann wohin. Okay? Ich gehe weg. Wenn ich sage nur yo me voy, dann heißt ich gehe weg. Ne? Zum Beispiel im Restaurant, ja, du bist nicht alleine mit jemandem und dann gehen wir, ne? Man hat schon bezahlt, man möchte schon gehen, gehen wir, nos vamos, ich schreibe das, nicht vamos, sondern nos vamos, vamos würde auch gehen, aber nos vamos ist, sagen wir so, richtiger, okay, nos vamos, okay. Gehen wir, nos vamos, und das ist irse. Okay? Bueno, bueno.